Ich rette Herzen. Ich helfe Herzen, stark zu bleiben. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentiert Eschbach. Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Herzlich willkommen daheim. Schön, dass ihr euch grüßt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin ganz glücklich über eure Treue, dass ihr auch heute Abend wieder dabei seid. Und die möchten wir eigentlich belohnen. Und zwar mit dem Motto der heutigen Sendung, das wir gefunden haben, in grossen, dicken Lettern sagen wir, heute machen wir grosses Kino. Und zu grossem Kino gehören berühmte Namen und es gehören genauso berührende Geschichten dazu. Und das garantieren hoffentlich meine Gesprächspartner. Er ist der Grösste auf seinem Gebiet. Dank ihm ist die Modefotografie zum ganz grossen Kino geworden. Und ohne ihn gäbe es die legendären Supermodels Linda, Naomi und Cindy kaum. Das Grosse bei ihm ist Munzi Klein. Er baut aus Papier und Karton Modell, die auf ein tausendstes Millimeter genau das Original abbilden. Mikroskopisch klein. Grosses Hollywood-Kino kommt seit neuestem aus dem Urnerland. Der Mann ist gleich mit seinem Wikinger-Epos weltweit in den Kinos gesehen. Regie Claudio Fähn. Ja, und mein Erstgast, der hat wirklich vor 2 Monaten als Sportler an der Leichtathletik-Europameisterschaften mit grossem Kino fürwahr überrascht. Ja, die Freude war riesig. Nicht nur 4-mal Schweizer Meister, Gold im 400-Meter Hürdenlauf, Europameister. Und heute am Abend mein Gast, ein junger, eindrücklicher Mann. Herzlich willkommen, Karim Hussein. Karim, schön bist du da. Herzlich willkommen. Ich frage mich manchmal, was bei einem Athlet einem durch den Kopf geht, wenn er weiss, jetzt bin ich als Erstes durch das Ziel gekommen. Schwierig. Also bei der EM war es ganz komisch. Ich muss sagen, ich habe mir im Voraus überlegt, was ist, wenn ich ins Ziel komme und ich bin zufrieden. Was ist, wenn ich vielleicht eine Medaille hole? Was ist, wenn ich vielleicht gewinne? Fange ich dann an zu brüllen oder zerreiss mein Liebling oder ich weiß es nicht. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt die Bilder sehe, wie ich dort reagiert habe, so kenne ich mich eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich eher der Typ, der es nachher rauslassen muss. Aber dort. Moment, bist du einfach umeinander gestanden. Aber genau, der mit dem Liebli, der ist dann doch noch gekommen. Denkwürdige Szene, die viel diskutiert wurde. Wir haben Bilder dazu. Ein Kollege von dir hat ja das hier Goldmedaille kostet, aber es ist eigentlich ein sehr erfreulicher Anblick. Wieso diskutieren die Leute darüber, dass man das Liebli nicht vom Leib reissen darf, wenn es die Schütteler doch immer machen? Ja, wieso machen es die Schütteler? Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe, ehrlich gesagt. Es hat einfach dort irgendetwas aus mir raus und ich habe es dann einfach aus dem Affekt einfach rausgezogen. Das ist doch wunderbar. Wir haben alle Freude daran. Schön. Der Rummel ist so richtig losgegangen die letzten 2 Monate. Weiss man noch, wo einem der Kopf steht? Ja, jetzt langsam, ja. Langsam fängt man es auch an realisieren, muss ich ehrlich sagen. Gerade so, ja, wenn ich jetzt da sein und wenn es sonst Anlässe gibt, wo Leute kommen oder wenn mir die Leute erzählen, wie sie es erlebt haben, dann realisiert man erst die Dimension. Ich meine, ich habe schon kapiert, dass ich gewonnen habe, als ich über der Ziellinie war. Aber die Dimension, das realisiert man nicht. Das letzte Rennen war jetzt Mitte September in Marokko. Auch wieder ein 2. Rang. Und von dem her ist jetzt mindestens die Saison vorbei. Ja. Steht die Ferien bevor? Ja, nächste Woche. Nächste Woche? Ja, das ist ich weiß aber selber noch nicht gewonnen, ehrlich gesagt. Ich habe noch keine Zeit gehabt, zum Organisieren. Ich hätte noch ein paar Ideen. Ägypten wäre jetzt doch auch noch angesagt, oder? Wäre eine Idee, ja.
Du bist eigentlich so unter einer Doppelbelastung. Zum einen ist der Sport, der Spitzensport, zum anderen das Medizinstudium. 9. Semester. Nächstens muss man ein bisschen ins Spital arbeiten. Wie bringt man beides unter einen Hut? Ich weiß nicht, ob es ein allgemeines Rezept gibt. Ich muss sagen, ich habe beides gleichzeitig angefangen. Das kommt mir vielleicht auch ein bisschen entgegen, dass ich es gar nicht anders kenne. Und ja, das Medizinstudium hat in dem Sinne immer Priorität gehabt. Und die Leichtathletik ist sicher mehr als ein Hobby. Aber ja, das Medizinstudium hat Priorität genossen. Und ja, man muss für sich herausfinden, wie man das dort organisieren. Und irgendwie habe ich für mich den Weg gefunden, aber das hat auch Zeit gebraucht. Gerade so Prüfungsphasen sind hart, unabhängig, was man nebenbei noch hat. Und da muss man einfach für sich herausfinden. Also das ist nicht nur der Körper müde, sondern zwischen auch der Kopf. Ja, und es ist eigentlich fast das, was mehr Energie braucht, muss ich ehrlich sagen, erfahrungsgemäß. Also, was das Gehirn halt Energie verbraucht, das ist genauso, wie wenn ich Sport treibe. Spitzensport ist aber bei dir immer so ganz hoch in der Prioritätenliste gestanden. Eigentlich hast du wollen Schüttler werden, Profifußballer. Ja, ich habe Fußball gespielt. Wenn ich ehrlich bin, ist mir immer egal gewesen, welchen Sport ich mache. Ich schätze mich als Polysportiv ein und ich mache gerne Sport. Und wie ich jetzt heute würde Tennis spielen oder Fußball spielen oder Volleyball, das wäre mir eigentlich egal. Wie ist denn der Funke zu der Leichtathletik gesprungen? Was war denn dort ausschlaggebend, dass du weg bist vom Shooten? Einerseits ist es eine Einzelsportart. Und für mich war immer klar, dass ich Medizin studieren wollte. Und das lässt sich besser trainieren als im Team. Genau, muss man mit weniger Leuten koordinieren. Genau, ja. Jetzt hättest du aber einen Hochsprung machen können, du hättest Zehnkampf machen können, Kugelstossen, was auch immer. Ja, aber irgendwie ist es nach 400 Meter Hürde gekommen, ja. Hast du so eine Liste gemacht, was Vor- und Nachteile sind von jeder Sportart? Nein, also gut, ehrlich gesagt muss ich sagen, ich wollte einen Zehnkampf machen, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich in nicht jeder Disziplin muss absolut top sein, sondern einfach alles ein bisschen lieber durchschnittlich, dann kann ich dort vielleicht erfolgreich werden. Aber das wäre wahrscheinlich noch zeitaufwendiger gewesen. Und 400 Meter Hürde ist einfach, bin ich wahrscheinlich einfach prädestiniert gewesen. Und wie, so wie hat man das herausgefunden? Ja, ich habe es einfach mal ausprobiert und es ist gut gegangen und es hat gepasst und es hat von der Trainer hat es gepasst und von mir vom Gefühl her hat es auch gepasst und es ist eben auch etwas, es ist nicht nur 400 Meter flach, es ist eben mit der Hürde, die auch noch ein bisschen herausfordernd ist, auch für den Kopf und es passt einfach, ja. Wenn man jetzt so im Sport wirklich in dieser kurzen Zeit erfolgreich wird, das sind im Prinzip 5 Jahre, wo du jetzt diese Sportart betreibst, wirklich intensiv, heisst das, man muss auch eine klare Planung haben. Ist das ein Teil von dir, von deiner Persönlichkeit, dass du Sachen ganz klar planst im Kopf? Ja, also ich habe jetzt nicht jeden Tag durchstrukturiert. Ich habe nicht für jeden Tag eine Planung gemacht, aber ich habe für mich entschieden und ich habe vorher, bevor ich Leichtathletik angefangen habe, habe ich entschieden, ich werde es nur machen, wenn ich einigermaßen Erfolg habe und wenn es so für mich auch Sinn gibt. All die, ja gut, als Opfer würde ich es nicht bezeichnen, was ich aufgeben musste. Aber ich glaube, wenn ich einfach mir etwas in den Kopf setze, dann versuche ich einfach das umzusetzen. Und dann gibt es vielleicht schon eine Planung, die stattfindet, aber das ist vielleicht auch eher unbewusst. Spitzensport heisst aber ganz klaren Durchhaltewillen haben. Gibt es Momente, wo man zweifelt? Ja, klar. Also das muss man niemand sagen, dass er nie Zweifel hat. Die gibt es. Und dann ist man umso froh, wenn man ein gutes Umfeld um sich herum hat. Und das auch nicht glücklicherweise. Mit den Eltern und guten Freunden. Dein Vater ist Ägypter. Wie kann man sagen, das Vaterland hat das zur Kenntnis genommen, dass jemand, der eigentlich auch Ursprung hat in diesem Land, jetzt so erfolgreich ist? Ja, es ist auch ein Journalist von Ägypten hierher gekommen. Ich glaube, er war nicht nur wegen mir da, aber er war auf jeden Fall in der Schweiz. Und wollte ein Interview führen. Und ja, die hat es schon zur Kenntnis genommen. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Ausmaß. Es ist eine grosse Zeit, also die grösste Zeitung von Kairo zumindest. Und von dem haben sie vielleicht schon ein paar gelesen. Wir haben vom Verzicht geredet. Gibt es neben diesen zwei Belastungen, die du hast, im Studium und im Sport, überhaupt noch Freizeit? Kennst du das oder muss man auf das verzichten, wenn man erfolgreich sein will? Nein, gar nicht. Im Gegenteil, es gehört dazu. Und zwar einfach als Ausgleich.
Ja, ich bin nicht der, der 24 Stunden am Tag lernt. Und ich bin auch nicht der, der vom ersten Tag an sitzt. Ist vielleicht nicht gerade das Beste, aber das ist, so bin ich einfach und so funktioniere ich. Mhm. Und es hat immer gut gelangt bis jetzt. Nicht, dass ich ein Minimalist bin, aber vielleicht ein Optimalist. Und, Optimalist, das ist ein guter neuer Ausdruck. Ja. Ja, und ich habe immer, klar, in Prüfungsphasen oder in Wettkampfphasen, gerade in Prüfungsphasen, dort liegt halt nicht viel drin. Unabhängig davon, ob man Sport macht oder was auch immer. Und dort tritt der Freundeskreis vielleicht schon ein bisschen im Hintergrund. Wie sieht das Mittel- und Langfristziel aus? Brasilianische Olympia gut und nächstes Jahr in der WM andere Plempo? Ja, ich hoffe, dass die Kurve nach oben zeigt. Welche Medaille oder welche Rangierung dann rausspringt, das werde ich sehen. Aber ich muss ehrlich sagen, als ich angefangen habe, ich bin nicht als Ziel gesetzt, oder ist die EM 2014 nicht mein Hauptziel gewesen, sondern einfach ein Zwischenziel. Ich versuche es so gut zu machen, wie es geht mit dem Studium. Und ich glaube, ich muss auch gar nicht viel ändern jetzt. Die Weltspitze oder ja, Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele sind schon mal etwas anderes als Europameisterschaften. Aber ich habe jetzt schon gesehen, dass ich auch konkurrieren kann. Ja. Genau, ja. Und von dem her, ja, die Erwartung steigt von der Öffentlichkeit, aber auch meine eigenen. Aber ja, das Studium geht auch weiter und ich werde jetzt nächstes Jahr vor allem auch im Studium ein bisschen mehr Zeit investieren. Du machst jetzt das Praktikum in Gynäkologie. ich glaube, viele Frauen möchten gerne wissen, in welchem Spital. Also, eigentlich mache ich 9 Monate Praktikum, aber du bist die ganze Zeit nur gedreht von dem einmonatigen in der Gynäkologie. Ja, es ist in Münsterling. Gut, also. Aber das ist schon bekannt gewesen. Also. Damit wäre es klar, wenn jetzt Geburtenrate zu Münsterlingen extrem steigt, dann wissen wir, es ist wegen dir. Ja. Jetzt machst du mal Ferien und erholst dich. Und ich freue mich dann schon, wenn wir zusammen können eine nächste Medaille feiern können. Ich hoffe es sehr gerne. Dann bist du wieder mein Gast. Danke mal, ja. Danke vielmals fürs Kommen. Merci. Alles Gute. Dankeschön. Meine Damen und Herren, mein nächster Gesprächspartner ist ja eigentlich in Altdorf aufgewachsen. Aber für ihn war als Altdorfer Gil Hollywood immer schon ein ganz grosser Traum. Darum hat er auch schon Filme gemacht mit seinem Cousin, damals aber noch als Bub mit Playmobil-Figuren. Hingegen, der Traum von Hollywood, der ist in Erfüllung gegangen. Seit 15 Jahren lebt er dort, hat als Produzent immer schon bei Filmen mitmachen und jetzt sein erstes ganz grosses Werk auf den Markt bringen. Es ist ein Epos der Wikinger mit Schlachten und wilden Rossen und unglaublichen Action-Szenen, die gestreut wurden. Northman heisst er, notabene eine Schweizer Produktion. Und wir können eigentlich schon ein erstes Müsterli zeigen. König, wir wurden von Wikingern angegriffen. Wenn ihr meine Tochter unbeschadet zurückbringt, werde ich euch fürstlich belohnen. Wikinger, zeigt keine Gnade. Grosses Hollywood-Kino made in Switzerland. Von Altdorf herzlich willkommen, Claudio Fay. Am 20. Oktober ist es soweit. In 20 Ländern wird der Film gezeigt. Zittert man eigentlich als Regisseur und fragt so nach den ersten Zahlen, wie war das Kino besetzt? Natürlich, man ist ja jetzt so. Es ist Entbindung hat stattgefunden. Mhm. Geburt ist passiert. Ja, es ist passiert und man kann immer Einfluss nehmen darauf. Vorher habe ich 1,5 Jahre oder noch mehr intensiv daran gearbeitet und habe gedreht und gebitzelt und gemacht. Und jetzt müssen wir schauen, ob er selber laufen kann. Der Altdorfer Bub war schon von Anfang an fasziniert vom Filmmachen. Immer schon von Hollywood geträumt? Ja, das ist schon sehr früh ist das passiert. Nämlich, als ich 12 war, am Mittwochnachmittag, wo der Cousin und ich herausgefunden haben.
Ja, das war ein Einfluss gewesen, aber dann hatte ich nachher Schiss im Urnersee zu schwimmen. Ah, wegen der Haie, ja, man weiß es nicht. Ja. Nein, wir haben angefangen, nicht mehr mit Playmobil zu spielen, sondern mit Playmobil zu filmen. Und das sind von Anfang an alte Umfälle und so gewesen. Und darum ist Hollywood eigentlich sofort in meinen Kopf gekommen. Ja, Schlachtenszenen mit Playmobil-Figuren. Wenn nur mit den Figuren zu spielen, ist man glaube ich unter den Kollegen nicht so angesehen. Oder? Ja, ich glaube, das war eigentlich der Grund gewesen, dass wir eigentlich noch weiterspielen wollten. Und gemerkt haben, dass das nicht so cool war. Ja. Der hat schließlich doch noch etwas Anständiges gelernt. Finden Sie? Ja. Ich habe Germanistik studiert, ja. Das ist aber, ich weiß nicht, also im Nachhinein habe ich nicht viel davon gebraucht. Aber wahrscheinlich war es gleich gut, ein bisschen älter zu werden und etwas abzuschließen. Also das schweizerische Prinzip, man muss auch noch einen Abschluss im Sack haben, ja, genau. Und dann kann man los sein. Filme genau. Hat er nebenbei immer gemacht, einen Haufen Kurzfilme. Ja. Seit dann vor 15 Jahren auf Los Angeles. Mit was im Sack? Nicht viel eigentlich, mit viel Naivität, glaube ich. Aber ich habe tatsächlich von einem Schweizer Investor das Versprechen gehabt, dass er mir helfen würde, den ersten Spielfilm zu finanzieren. Und durch das konnte ich nachher den ersten Spielfilm machen in Los Angeles. Dann kommt man immerhin zu Hollywood so langsam auf den Radar, oder? Ja, mal, das hat eigentlich relativ gut geklappt. Es ist nachher eine lange Wartezeit nach dem ersten Spielfilm. Also nur auf dem Radar zu genügt, dann nicht, man muss dann gleich letztendlich einen Film bekommen. Heisst das mit anderen Worten, man muss an jede Party, man muss schauen, wo sich Prominenz trifft zum Essen, damit man die entsprechenden Connections kann knüpfen kann? Oder wie kommt man denn da in das Geschäft? Ja, das frage ich mich manchmal auch ein bisschen. Also es ist, bei Partys bin ich nie gross gegangen. Vielleicht hätte ich selber, vielleicht wäre es schneller gegangen. Aber ich glaube, dass eigentlich die Arbeit nachher generiert. Also so der ganzen Schickimicki-Szene bin ich nicht wirklich daheim dort. Sondern probiere, dass die Filme gesehen werden und nachher mit der nächsten. Der hat als Produzent mitgeholfen bei so grossen Horrorfilmen. Um Gottes Willen, was ist die Faszination jetzt von dieser Art von Film? Ja, ich habe einen Kurzfilm gemacht in der Schweiz, der heisst «Kilometer 11». Und da hatte es einen Moment, drin, wo das Publikum verklebt wird. Und ich war in Solothurn an der Filmtag und sehe ein grosses Kino, Patch voll und liegen alle synchron, machen sie so. Und das ist ein wahnsinniger Kick. Also man sieht physisch, wie der Film das ganze Publikum beeinflusst. Man hat als Regisseur die Leute in der Hand, sozusagen. Ja, im Optimalfall, ja. Der hat dort entsprechende Erfahrungen gemacht mit ganz grossen Regisseuren. Mit Joe Dante habe ich drehen und habe von ihm wahnsinnig viel gelernt. Er ist der Regisseur von Gremlins und die Reise ins Ich, wo ich damals eben auch geschaut habe, während wir noch Playmobil-Film gemacht haben. Und mit ihm zusammenzuarbeiten und ihm über die Schulter zu schauen, ist wahnsinnig wichtig für mich. Ja. Jetzt seid ihr selber in seine Fußstapfen vertreten, als Regisseur ein grosses Epos über Wikinger gemacht. Es geht um Schlachten, es geht um Wikinger, die in Schottland gestrandet sind und sich müssen retten, damit sie vom schottischen König nicht abgemetzelt werden. Das ist ja dort nach Riesenaufwand. Wie seid ihr da dahinter gegangen? Es war tatsächlich der aufwendigste Film, den ich je gemacht habe bis dato. Und es hat wirklich sehr viele logistische Schwierigkeiten mit sich gebracht, wenn wir jetzt nicht irgendwie das Budget von einem gewöhnlichen Hollywood-Film gemacht haben und nicht müssen einige gute Einfälle haben, wie man das billiger machen kann. Ich habe zum ersten Mal mit 25 Rost gedreht. Das ist eine Herausforderung, die ich nicht gewusst habe, wie schwierig das tatsächlich ist. Und genau ein Jahr, vor einem Jahr, bin ich wesentlich weniger relaxed gewesen. Als jetzt. Ja. Der hat nicht in Schottland gedreht, sondern in Südafrika. Ja. Das ist der dritte Film, den ich in Südafrika gemacht habe. In Südafrika haben wir gefunden, es sind bietet drei Orte, die an Schottland verblüffend ähnlich sind. Und dazu kommt, dass Südafrika eine sehr attraktive finanzielle Struktur bietet zum Filmmachen und gute Crews vor Ort sind, die das ermöglichen. Wie viele Leute sind denn jetzt so in der Produktion involviert, wie für das? Kommt darauf ab, wie man das genau anschaut. Also auf dem Drehort sind es zwischen 60 und 120, je nachdem, wie viele Statisten hat. Also es ist ein grosser Zirkus eigentlich mit einem Haufen Lastwagen und allem Möglichen. Also das ist wirklich so ein grosser logistischer Aufwand. Wenn man letztendlich bis zum Schluss ganz Post-Production inklusive Orchester dazu rechnet, sind es irgendwie 300, 400 Leute, die einen Film arbeiten. Und die muss man in dem Sinne alle koordinieren. Das heisst, im Idealfall, ja. Im besten Fall einen guten Überblick haben. Ja, genau. Hat man den immer? Nein. Aber man hat natürlich, also es ist ja nicht so, dass man das selber alles muss Republik hat. Das ist so wie eine Pyramide organisiert. Vom Kreativen her zumindest ist der oberste Regisseur und dann hat man seine Leute, die mit ihm arbeiten. Und der Kameramann hat bereits schon ein Team von irgendwie ein Dutzend Leuten unter sich und das wird alles delegiert.
Wir haben ein paar Bilder vom Making-of von diesen Szenen, die dort gedreht haben. Das Schiff spielt eine grosse Rolle, das strandet, das zerbürstet. Vielleicht können wir das mal zusammen anschauen, wo wir ein bisschen genauer sehen, was da eigentlich alles passiert. Das war ja nicht ganz einfach, weil den richtigen Rang zu finden. Ein Schiff im Sturm zu drehen ist natürlich schwierig. Man kann nicht, also man kann, jetzt geht er am Drehen. Man kann nicht aufs Meer gehen, das wäre unmöglich. Das wär logistisch. Also man dreht alles im Trocknen. Man muss aber natürlich dementsprechend viel Wasser mit sich bringen. Mhm. Da sehen wir zwei mit dem äußersten Einsatz. Da. Die bringen das Schiff nicht mehr richtig ab, oder? Ja, was genau. Passiert da genau? Das sind 2 Tonnen Wasser sind auf das Mal in das Schiff hineingekippt worden, weil es auf einer Halbkugel steht, damit es eben auch richtig schäukelt. Hat das dementsprechend reagiert und die armen zwei hat es gerade zur Luft genommen. Und die Schauspieler, die stehen da voll im Regen? Allerdings. Die haben es geliebt. Die haben gesagt, da muss ich nicht mehr spielen. So, ich muss einfach schauen, dass ich nicht weggewäscht werde. Man muss möglichst realistisch inszenieren. Damit aber es ist so. Regie, glaube ich, geht darum, dass man Umstände emotionalerweise oder auch praktischerweise generiert, die am Schauspieler erlauben, sich komplett zu vergessen. Mhm. Und das ist auf dem Schiff sicherlich gelungen, wenn es nur ein halbes Schiff war. Wenn man jetzt so wie dir in einer Situation steht, eine Filmpremiere hat, das ist ganz eine wichtige jetzt eine Weichenstellung im Leben. Hat man da schon Pläne für das Nächste oder wartet man zuerst einmal, bis jetzt einmal das Wichtigste passiert ist? Also natürlich habe ich bereits Projekte, die ich probiere, als Nachfolgeprojekt zu realisieren. Und die sind auf verschiedenen Stadien. Und ich habe nie so einen langfristigen Plan in der Karriere verfolgt, sondern lebe eigentlich wirklich von Projekt zu Projekt, kann man sagen. Wird man reich? Gewisse schon. Nein, ich habe das noch nicht erlebt. Aber es ist schon so, dass während dem Film wird man anständig zahlt. Das ist schon so. Da gibt es auch Gewerkschaften, die vor einem schauen. Aber das Problem ist eben, dass man nicht weiss, wie lange es geht vom einen zum anderen Film. Und dort kommt einfach nicht rein. Dort muss man irgendwie gut aushalten. Zum Glück hat ihre Frau. Das wollte ich gerade sagen. Ja, ganz genau. Das hilft natürlich auch. Sie hat einen ganz anderen Job, wo viel mehr. Meine Frau ist Ärztin. Ja. Diskutiert man jeweils untereinander, was die einzelnen Berufe so mitbringen als Erfahrung? Ja, notwendigerweise. Das ist schon ein Teil davon. Und ich meine, ohne sie könnte ich das nicht machen. Das ging dir nicht. Also, zumindest nicht. Also, sie stabilisiert das Familieneinkommen, absolut, sozusagen. Ja, absolut. Jetzt hoffe ich einfach, die Premiere geht gut an. Wünsche toi toi toi. 23. Oktober, Northman. Ich denke, da gehen ein paar schauen, wenn sie jetzt gespürt haben, wer dahinter steht und wie viel Emotion und Engagement auch damit verbunden ist. Danke vielmals, Claudio Fehr. Merci. Dankeschön. Danke für die Lernung. Danke. Grosses Kino kann man auch noch ganz anders interpretieren. Viele erinnern sich vielleicht an so verregnete Sonntagnachmittage, wo man nicht so recht gewusst hat als Kind, was man machen will. Und dann hat der Vater oder die Mutter einen Bastelbogenvortrag gelegt und hat gesagt, schneid jetzt das Schloss Chillon aus und du es wieder zusammenkleben. Oder man hat das Tram rekonstruiert als Papiermodell von der eigenen Stadt. Mein nächster Gesprächspartner, der kann man sagen, der macht Modellbau in einer ganz anderen Dimension. Wie er das genau macht, ist mir ein völliges Rätsel. Aus Tausenden und Abertausenden von Einzelteilen baut er Sachen zusammen, Millimeter genau, ganze Schlösser, Flugzeuge, aber auch Schiffe. Und sein Prunkstück sozusagen ist ein Schiff namens Prinz Eugen, das er seit 8 Jahren daran umbaut. Und auf kleinstem Raum, auf kleinen Quadratzentimeter, macht er genau das Original wieder lebendig im Maßstab von 1 zu 250, wie es damals existiert hat. Was das für eine Geduld braucht und irgendwie auch Angefressenheit, das nimmt mich jetzt Wunder. Darum herzlich willkommen, Thomas Grüninger. Grüninger, guten Abend. Nehmen wir Platz. Also ich habe es mit den Bastelbögen nicht viel weitergebracht als bis zum Berner Tram und irgendwann mal als halbfertiges Schloss Chillon. Wann hat es denn bei euch die Initialzündung gegeben fürs Basteln? Also, nur zum Sagen, Sie sind sicher nicht der Einzige, dem das so geht. Also, wir haben tatsächlich
Uhüne, lange schöne Tradition vom Kartonmodellbau da in der Schweiz. Also, ich erinnere mich, als ich Mittelstüfler war, jedes Jahr oder kurz vor Weihnachten sind dann da die Modellbaubögen ausgelegt worden vom Zürcher Lehrerverlag. Und dann hat man das können aussuchen und anschauen und dann hat man sich die dürfen bestellen. Und das waren die schönsten Vorweihnachten überhaupt. Aber die sind noch etwas mehr angefressen. Die gelten unter jetzt den Kreisen, die basteln, als Mr. Mikro. Also bei euch muss es möglichst klein sein. Was ist der Reiz dann? Ich weiß es nicht. Also ich bin wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Also zu dem Ganzen. Vielleicht ist es einfach die Neugierde, die mich ein bisschen mehr an der Stange gehalten hat. Ich habe mal ein Schiff angefangen zu bauen und habe mich dann gefragt, also Moment, wie hat das im Original ausgesehen? Mhm. Dann findet man mal ein paar Fotografien und sieht, Moment, das sieht aber doch anders aus. Und dann hat euch der Ehrgeiz gepackt und mein Modell muss genau getreu dem Original aussehen. Also es ist, ja, es hat Macht über einen. Es ist eine Sucht und plötzlich ist man in dem Universum drin, von Handrädchen und Hebeli und Zuleitungen und dort hat es noch etwas und da ist noch etwas und ich will das drin haben. Es ist auch eine Form von Gier vielleicht, wer weiß. Und von Perfektionismus? Ja, sicher. Wenn ich vielleicht einmal bei diesem Eisenbändchen hier anfangen, das ist eigentlich so fast noch ein bisschen der Bastelbogen für Anfänger, oder? Ja, relativ richtig. Gross. Ja. Es ist der genau gleiche Maßstab wie jetzt auch das Schiff. Und das kommt aus einer Hafenbahn, wo für eine ganze Hafenanlage eigentlich gedacht ist, wo man dann so seine Frachtschiffe macht und so weiter. Ein bisschen komplizierter wird es dann bei diesen Flugzeugen hier. Ja, nicht unbedingt. Aber auch die sind in dem Maßstab von 1 zu 250. Und das da gehört zum Beispiel zu einem Flugzeugträger und der wird dann so riesengroß. Ja, das ist einfach ein Bestandteil davon. Ein Bestandteil, ganz genau. Und hier hat es aber noch genau die Aufhängung mit irgendeinem Härli oder das Propellerli, das ist ebenfalls ganz genau gemalt. Ja, also so ein Antennendrähtli, da tut man dann sich aus einer Elektronikklitze so ein einzelnes Drahtfäderli rauszuzeln und tut das dann flach machen und tut das anmalen und tut das dann reinleimen. Reine Haushaltsschere längt da glaube ich nicht, oder? Nein, ich habe da ein bisschen was mitgebracht. Das ist so mein chirurgisches Besteck, das ich habe. Mhm. Ja, das sieht also ziemlich operativ aus. Ja, also, das kenne ich nur vom Zahnarzt. Ja, richtig. Ich habe mit dem, das ist tatsächlich ein Zahnarztinstrument und ich habe mit dem Hersteller geredet von diesen Instrumenten. Und die Modellbauer sind tatsächlich ein grosser Abnehmer von denen. Ah, noch fast mehr als Zahnarzt? Höchstwahrscheinlich, ja. Effektiv. Nein, aber wir machen einen guten Teil aus für die Wirtschaftsleistung dieser Geräte. Wenn man jetzt so minimale Geschichten macht, wie beispielsweise, wenn ich das da schnell rausnehmen darf, das ist Schloss Neuschwanstein. Ja, ja, das war so eine Fingerübung für zwischendurch. Ja. Ja. Das ist etwa auf 2 Quadratzentimeter, ja, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, das ist Maßstab 1 zu 5000 etwa. Mhm. Und, oder, alle paar Monate, wenn man so etwas baut, wie der Prinz Eugen, dann hat man es irgendwann einfach satt. Weil das und dann macht man noch etwas und dann macht man noch etwas, damit man es wachsen sieht. Also es waren jetzt 2-3 Tage, die ich an dem gearbeitet habe. Und das Erfolgserlebnis, etwas fertigzustellen, ist eben schön. Weil das Schiff, das weiss ich, da habe ich das Erfolgserlebnis in etwa 20 Jahren, wenn ich so weiter baue. Ja, das sind ja schon 8 Jahre dran. Ja, eben. Also es ist mein Lebenswerk, ich weiss es jetzt schon. Ihr habt eine Partnerin. Ja, richtig. Mhm. Bastelt die auch? Also, man muss sagen, man grosses Glück haben, wenn man so veranlagt ist wie ich, mit der Partnersuche. Ist wahr? Ja, wirklich. Da geht nicht alles. Also, aber ich hatte das Glück gehabt, in der Tat. Und es ist eine Frau, die selber eben auch sehr viel Talent hat und hin und wieder auch gerne mal an etwas rumknübelt, ohne dass gerade der Macker rum ist. Ich muss jetzt auch noch sagen, ich vermisse eigentlich das Mikroskop und die Lupe in diesem ganzen Werkzeugauslegetisch hier. Ja, also arbeitet ihr ohne Lupen und ohne Mikroskop? Ja, also ich ziehe einfach die Brille aus, wenn ich basteln will. Mhm. Und ich glaube, das kennen kurzsichtige Menschen oder stark kurzsichtige Menschen kennen das, dass sie den Lupenblick haben, wenn sie die Brille abziehen. Und ich kann also eben auf die Distanz
sehe ich wunderbar und kann hervorragend fokussieren. Also jedes Millimeter oder noch weniger? Ich habe mal auf dieser Schanze, wo ich daran gebaut habe, so mitten im Basteln, gesehen, eine Staubmilbe drauf herumkräsmen. Eine Staubmilbe hat er gesehen? Ah, ja. Und das heisst, die sieht man von Augen nicht? Nein. Ich habe sie gesehen. Seid ihr sicher, dass es eine Staubmilbe war und nicht ein Fliegen? Nein, also ich habe mal angefangen Biologie zu studieren, bevor ich es abgebrochen habe. Mhm. Aus dem Grund, weil ich Insektenforscher werden wollte. Okay, also dann ist das klar identifizierbar, das Objekt. Ja gut, Milbe ist halt kein Insekt, sondern ein Spinnentier, aber das gehört nicht dahin. Jetzt, wenn ihr so an diesem Schiff bastelt und es gibt Durchzug. Es gibt tatsächlich so, unter den Kartonmodellbauern gibt es Anekdoten, wie man sich gegenseitig erzählt, wie man ein Teil verloren hat. Mhm. Und so ein Teil verlieren ist eine ganz fiese Angelegenheit. Das passiert in der Regel so, man ist da mit seiner chirurgischen Pinzette zur Hand, oder? Also das ist jetzt eine kosmetische, aber gleich. Ja. Und hat dann da ein Teil und will das einsetzen und dann hört man so ein ganz kleines Ding. Mhm. So ein ganz fieses Klick und man weiß, es ist das Geräusch von einer Pinzette, die zusammenklappt. Das heisst, das Teil ist weg. Das heisst, ich weiß ganz genau, in dem Moment, wo ich wieder hier anschaue, ist es weg. Mhm. Horror. Supergau. Also, dann weiss man, dass man die nächsten paar Stunden etwas anderes macht als basteln. Sondern? Also, das Fiese ist ja, man weiss nicht, wo es ist. Genau. Und die völlig richtig gespickt ist. Also wenn man Glück hat, dann sieht man, wie es da irgendwo runtertrollt auf den Schoss. Und dort ist man sich eher gewohnt, mal nach etwas zu suchen. Aber auch dort hat es zum Beispiel so Kleiderwülst. Mhm. Und dann muss man so von oben nach unten so einen nach dem anderen durchsuchen. Ja. Bis man sicher ist, da ist nichts. Okay. Weil in dem Moment, wo ich aufstehe, kann ich dem Wulst etwas einklemmen und kaputt. Besser, es schaut dem niemand zu. Weil sonst es ist so demütigend. Es ist wirklich, also, da muss man allein sein. Allein. Wegen dem, oder? Genau. Okay, aber offenbar findet man es dann nach langem Suchen. Aber jetzt gehen wir doch schauen, was für kleine Teile das es da gibt. Also, das ist die Prinz Eugen, Schlachtschiff der Deutschen. Ist versenkt worden von den Amerikanern. Richtig, genau. Im Bikini-Atoll. Es hat eine Übernahme gehabt, der glückhafte Kreuzer, weil es ist die einzige schwere Einheit von der deutschen Kriegsmarine war, die nicht versenkt worden ist während dem Krieg. Sondern eben, die Amerikaner haben ihn erbeutet und dann im Bikini-Atoll versenkt. Und euer Ehrgeiz ist jetzt, jedes kleinste Detail nachzubilden. Das also ist zum Buch, Beispiel ist hier Kommandobrücke. Und auf dieser Kommandobrücke hat es Fernrohr. Ja, die sind etwa ein Zehntel Millimeter gross. Das stimmt, ja. Das sind die. Wie macht man so etwas? Mit viel Liebe, Hingabe und einer guten Portion Wahnsinn. Betonung aufs Letzteres. Betonung aufs Letzteres, ganz sicher. Mhm. Danach ist auch sehr interessant, dass. Was ist das da hier? Ja, das ist ein 2 cm Vierlingsflak, der sehr populär war bei den Deutschen seinerzeit. Und da die Geschützrohre, das sind Zahnbürstenborsten. Genau, die Geschützrohre sind Zahnbürstenborsten? Ja, ganz genau. Ja, und jetzt haben sie gerade eins abgeknickt. Jesus Gott! Aber Sie sehen, so schnell geht das. Aber das kann man wieder aufknicken. Haben Sie mal überlegt, selber Modell bauen zu? Nein, also nein das, bitte nicht. Das war jetzt sehr gekonnt, also ich muss sagen. Dann, wenn ich jetzt hier hineinschaue, da sind Türli und ich traue mich gar nicht mit Nähe zu gehen. Das ist kein Problem. Wie macht ihr das mit der Farbgebung? Es ist ein Ausschneidebogen. Mhm. Und der ist schon gefärbt. Ah. Aber ich muss in der Tat ja ständig auch die Kanten färben. Also, wenn ich da jetzt alles weiß gelassen hätte, was ich geschnitten habe. Dann suche man weisse Kanten, das geht natürlich das, und überhaupt dann tue ich nicht. Mir natürlich meine Farbe mische in meinem Pillendöschen. Da hat es eine Leiter. Ja. Die hat er auch selber gemacht. Ja, also Stufe für Stufe reingesetzt. Und ui, das Geländer. Zurechtbogen. Und das hat mir 2 Tage hat das gebraucht. Das Leiterli? Ja. Das Wahnsinnige daran ist, die gibt es fertig zum Kaufen. Ja. Eben. Das ist langweilig. Aber das ist langweilig, ja. Aber was schafft ihr denn jetzt gerade? Jetzt versuche ich gerade, mir ein Torpedo-Drilling zu bauen. Aber die sind nicht irgendeine Kriegsgurgeln, oder? Es ist jetzt einfach ein Zufall, dass ihr an einem Kriegsschiff arbeitet. Also,
In der Modellbauszene wird natürlich sehr viel solche Sachen gebaut. Mhm. Aber ich sag, also wenn ich mir die Leute anschaue, muss ich sagen, wenn man wirklich einen Krieg verlieren will, dann muss man eine Truppe zusammenstellen und ein Modell bauen. Ja. Weil, also, das sind nicht wirklich Leute, die begeistert sind, dass so Sachen überhaupt mal im Einsatz gewesen sind. Da hat es kleine Nöppli und Details, die ich gar nicht rekonstruieren kann. Was? Fensterli. Das ist alles von Hand gemacht. Alles von Hand gemacht und ich habe das Ganze auch selber konstruiert. Also jetzt im Ausschneidebogen ist das viel vereinfachter dargestellt. Und ich habe das große Pech gehabt, dass ich ganz viel eben Bildmaterial gefunden haben dazu. Und er hat es aufgrund von diesen Fotos nachher geformt. Und ganz viel Planmaterial. Und das ist dann wirklich ein Fluch, wenn man dann wirklich weiss, wie es ausgesehen hat. Mhm. Dann will man es haben. Wie lange hat er an dem gearbeitet? Ich bin jetzt 2 Monate dran. Mhm. Und von denen hat es dann 4 insgesamt auf dem Schiff. Ja, dann geht das noch wie. Ja, also die Rechnung ist relativ einfach. Genau. Ich denke, 20 Jahre liege ich gut drin. In 20 Jahren möchte er gerne das Schiff fertig haben. Ja. Das Ziel ist der Weg. So ähnlich, ja. Es ist Zen-Buddhismus in papierener Form. Mhm. Ich überlasse es euch auch weiterhin. Ich glaube, ich eigne mich nicht wahnsinnig dafür. Aber der Plausch ist zu sehen, dass man wirklich nach bei der Wahrheit ist, oder? Ganz sicher. Herzlichen Dank, Herr Grüninger. Danke auch. Eine eindrückliche Exkursion in eine Welt, die ich so überhaupt noch nicht kennt habe. Mr. Micro. Danke. Dankeschön. Aufpassen, brummen. Ganz gefährlich. Meine Damen und Herren, die Weltkarriere von meinem nächsten Gast, die hat eigentlich als Schaufensterdekorateur angefangen. Zur Kamera, zur Fotografie hat er aber erst später gefunden. Aber mit seiner Kamera hat er so viel revolutioniert, dass er wirklich zu einem absolut grossen und berühmtesten Fotograf geworden ist. Er hat Modefotografie völlig verändert. Er hat aus durchschnittlichen Models Supermodels gemacht, nämlich Cindy, Naomi und Linda sind durch ihn so berühmt worden, wie sie effektiv sind. Und logischerweise ist auch er damit berühmt worden. Schon längstens werden seine Bilder nicht nur auf den Cover der grossen Magazine gezeigt, sondern auch in den Museen. Und er hat jetzt gerade eine Geschichte fertig gemacht, wo er mit der grössten Hollywood-Legende in Portofino eine Lifestyle-Reportage gemacht hat für eine grosse Uhrenfirma, die ebenfalls gezeigt wird, jetzt als Premiere im Rahmen des Zürcher Filmfestivals. Ich freue mich, ihn heute Abend zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Peter Lindberg. Peter, toll, dass Sie da sind. Freut mich sehr. Ja, ja. Nehmen Sie Platz. Ja. Sie haben als Schaufensterdekorateur angefangen. Was war denn eigentlich der Grund, das zu werden? Das war, als ich jung war, das Kulturellste, was ich bis dahin gesehen hatte. Die waren etwas weiter vorangeschritten. Die hatten Röhrenhöschen an und solche Dinge. Und ich komme aus Duisburg. Sie sind im Ruhrpott aufgewachsen. Ruhrpott, und da war das Modernste, was man sehen konnte. Und Sie wollten auch so eine tolle Type werden, wie die Dekorateure, die in Duisburg zu sehen waren. Am Anfang ja. Ihre Mutter hat sich erträumt, dass Sie Fliesenleger werden. Ja, bei uns auf unserer Straße, das war eine Spielstraße, nicht weit von der Fabrik, wo jeden Morgen so viel Staub auf der Fensterbank lag. Und da hatte ein Fliesenleger auf der Straße, der sein ganzes Haus geklinkert. Und das war also so die Persönlichkeit auf der Straße. Und meine Mutter meinte, Fliesenleger verdiente irgendwie doppelt so viel wie ein Schaufensterdekorateur in der Stunde. Und das würde mir eigentlich ganz gut tun, den Weg einzuschlagen. Aber mein Vater hat mich davor beschützt, würde ich mal sagen. Er hat Sie unterstützt, einen künstlerischen Beruf einzunehmen. Ja, mein Vater hat gesagt, der Junge kann werden, was er will. Ne?
und das ist auch in Ordnung. Und Mama war dann auch einverstanden. Ja. Sie sind als Dekorateur in Luzern gelandet, waren etwa 10 Monate in der Schweiz. Was war der Grund, in die Schweiz zu kommen? Der Grund war, als ich 18 war, wurde ich zum Militär einberufen in Deutschland. Und da bin ich zum Kreiswehrersatzamt gefahren. Das waren 60 Kilometer von Rheinhausen, wo ich, Duisburg ist Rheinhausen, weg. Und habe dem Mann auf dem Amt erklärt, dass ich einen Vertrag habe in der Schweiz. Ich hatte eine Anzeige aufgegeben in der Zürcher Zeitung. Schaufensterdekorateur sucht Stelle in der Schweiz. Und darauf habe ich einen Brief gekriegt von einem kleinen Modehaus in Luzern. Und die haben gesagt, ja, kommen Sie mal vorbei, wenn Sie da sind, und zeigen Sie sich mal. Wir könnten eigentlich jemanden gebrauchen. Und das hat er auch als Vertrag akzeptiert. Und das wurde immerhin der Grund, dass Sie dann nicht in die Bundeswehr gehen mussten. Ja, das war nicht ganz so, das war eigentlich nicht genug. Aber dieser Mann war mit seiner Frau, der war also ein pensionierter Militärmensch, und der war mit seiner Frau im Jahr davor in Luzern. Und ich habe gesagt, so, hier, ich habe einen Arbeitsvertrag in Luzern, und das wäre natürlich sehr schade, wenn ich das nicht antreten kann und das ein bisschen nach hinten setzen kann, das Datum. Und er sagte dann, mein Gott, Luzern, Mensch, Junge, ich war mit meiner Frau da im letzten Jahr, da musst du auf den Pilatus, da musst du rein. Und hat das total vergessen, und dann ist er da, plötzlich war es 12 Uhr, und er sagte, oh, meine Frau, das gibt Ärger, ich muss jetzt los, ich muss zum Essen. Und ich bin rausgegangen, er ist rausgegangen, die Papiere lagen alle im Kraftumschlag auf dem Tisch, und niemand wieder was gehört vom Militär. Wunderbar. Also, da hat sich dieses Inserat doch tatsächlich gelohnt. Wie kamen Sie dann zum Fotografieren? Ach, dass das ein langer Weg war. Das war dann danach, also das sind sehr, sehr viele Sachen. Bin ich nach Berlin gegangen, dann wollte ich auf die Kunstakademie, aber das war mir irgendwie zu konservativ damals, ne, heute wahrscheinlich nicht mehr. Und dann bin ich nach Aal getrennt, und dann war ich 2 Jahre unterwegs und bin nachher auf der Kunstschule in Krefeld hängen geblieben. Auf der Rückreise nach Berlin, und habe da freie Malerei studiert. Und dann aber später irgendwie den Griff verloren an dem, was ich machte, weil zu der gleichen Zeit kam die Concept Art hoch, wurde erfunden, wenn man so sagen will. Und da gab es natürlich brillante Leute, Joseph Kossuth, Lawrence Weiner und all diese Leute, die wahnsinnige andere Gedanken hatten über Kunst als zu malen oder irgendwie. Ich baute so kinetische große Elemente, die man zusammenbauen kann, die im Tingeli-Museum ausgestellt worden waren dieses Jahr. In der kinetischen Kunstausstellung aus der alten Zeit, haben Sie sich daran erinnert. Und dann habe ich aber damit aufgehört durch die Concept Art und eben dann eine Pause gemacht und gesagt, ich habe jetzt das Gefühl, dass die Kunst, die ich mache, entfernt sich von dem, was ich bin. Ne? Man fühlt ja immer, was einem entspricht oder nicht. Das sollte man jedenfalls. Ne? Und habe dann gemerkt, dass diese Richtung sich in eine Art entwickelte, die mir nicht so sehr entsprach, weil ich muss immer die Arme ein bisschen hochmachen und was tun. So. Und das war dann sehr, sehr theoretisch. Und habe dann aufgehört mit der Kunst und habe gesagt, warte ich mal so lange, bis ich weiß, was ich wirklich machen möchte. Und dann kam ein Fotograf, dessen Freund ich kannte, und der Freund sagte zu mir, der Hans Lux hieß der, der braucht einen Assistenten, und geh doch da mal gucken, dann tust du mal wieder was. Er hat jetzt 6 Monate rumgesessen, was auch stimmte, und dann bin ich da hingegangen, und dann hat er gesagt, ja, guck mal, Jung, kannst du bei mir anfangen, ne? Und dann habe ich ein bisschen Koffer getragen, und nach 1,5 Jahren habe ich gesagt, das kannst du selber machen. Also Ihnen ist dann wirklich der, kann man sagen, der berühmteste lebende Fotograf geworden. Und Sie haben die Modefotografie völlig auf den Kopf gestellt. Mit Models gearbeitet, das waren hübsche Mädchen, aber Sie haben sie zu Stars gemacht. Wie schafft man das? Man muss sie früh finden. Damals, das fing so an, der Grund war eigentlich, dass ich arbeiten sollte für amerikanische Hefte. Und das amerikanische Vogue war damals, oder eigentlich noch heute, so die Bibel der Modemagazine. Die immer den Stil angaben und den Trend immer angaben, und alle machten, was sie machten. Das war so, so musste man es machen. Und dann wollten die mit mir anfangen zu arbeiten, als ich so ein bisschen in Paris bekannt geworden war.
Und ich konnte aber nicht diese Leute fotografieren, die Frauen, die fotografierten in deren Heft. Das waren alles reiche, reiche Frauen, die lebten alle durch ihre, nicht durch sich selber, sondern irgendwie durch ihre Umgebung, durch ihre Autos, ihre wunderbaren Apartments, durch die übergroßen Haarkreaturen auf dem Kopf. Und irgendwie, ich mochte eigentlich lieber die Mädchen, die an der Kunstakademie gesehen habe. Ein T-Shirt und Jeans. Und habe dann angefangen, also ich habe denen dann gesagt, ich kann da sowas nicht fotografieren. Dann haben die gesagt, ja, dann zeigen Sie uns doch mal, was Sie gerne fotografieren würden. Statt mich rauszuschmeißen, hätte sie auch machen können. Mhm. Und dann aber habe ich dann die Fotos zurückgebracht. Und als die Fotos gesehen haben, war es ein bisschen stille. Ich bin dann nach Los Angeles gefahren und habe Fotos gemacht. Hat Mädchen ausgesucht, die damals überhaupt nicht bekannt waren. Da war Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington und also fast die ganze Truppe, die später dann auch das Supermodel-Phänomen war. Und habe die einfach nur mit weißen Hemden und praktisch ohne Make-up auf dem Strand fotografiert. Und bin damit zurückgekommen und keiner konnte was damit anfangen. Kratzen sich auf den Kopf und sagten, ja, das ist aber ganz schön, aber was soll man damit machen? Mhm. Da habe ich gesagt, ja, ich habe das sind. Die finde ich gut. Ne? Solche Frauen mag ich und die möchte ich fotografieren. Und dann wurde die Chefredakteurin, die damals noch da war und noch nichts anfangen konnte mit den Fotos, die wurde dann also ausgewechselt gegen Anna Wintour. Und als Anna die Fotos gesehen hat, die noch in der Schublade lagen, hat sie gesagt, das ist die Zukunft, mein Lieber. Ich hätte dir 20 Seiten und den Cover gegeben, ne? Was sie dann auch gemacht hat nachher. Ne? Es ist für unseren noch schwierig, sich vorzustellen, die Damen sind ja auch ein bisschen zickig geworden mit der Zeit. Wie schafft man das, mit ihnen zusammenzuarbeiten? Keine Chance, zickig zu sein. Man darf ihnen keine Chance geben. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Muss ich jetzt durch Nettigkeit von der Zickigkeit abbringen, würde ich mal so sagen. Als Grundformel. Irgendwie gelingt es Ihnen aber auch, dass Sie keine Maske tragen, sondern Ihre Seele zeigen. Wie macht man das? Ja, das ist, also natürlich, würde ich mal sagen, natürliche Fähigkeit. Erstmal müssen Sie sich, wie sagt man so schön in Deutsch nochmal, anlesen. Also, entspannt fühlen, die müssen sich verstanden fühlen, die müssen fühlen, dass man nichts Böses von einem will, weil normalerweise die meisten Fotografen, wenn dann irgendjemand mal der Busen rausrutscht, dann sind die ganz glücklich, dann haben sie ihr Foto geschafft. Und das schafft natürlich Misstrauen. Und wenn man das alles nicht macht, und dann kann man eigentlich dazu kommen, auch zum Beispiel, früher waren das ja die Topmodels und die wurden dann natürlich dann das riesige Phänomen. Und als sich das dann abgeebbt hat, so ein kleines bisschen, dann hat man sich wieder zurück besonnen auf Schauspieler. Ne? Und heute fotografiere ich eigentlich praktisch zu 80% arbeite ich mit Schauspielern. Ne? Sie haben jetzt gerade eine tolle Serie geschossen, wenn ich dem so sagen darf, in Portofino für eine große Uhrenmarke. Dort haben Sie mit lauter Hollywood-Legenden gearbeitet. Sind Sie einfacher zu führen und kann man diese Stimmung, die eher eigentlich nicht wirklich ist, sondern konstruiert, so schaffen, dass dann der Betrachter das Gefühl hat, es sei die Wahrheit? Das ist ja auch die Wahrheit. Das ist ja auch die Wahrheit. Die Leute sind dann nach Portofino gekommen, von dieser besagten Firma, deren Namen man nicht nennen darf, die aus Schaffhausen kommt, und sind eben da, haben sie mit ihren wunderschönen Ohren drei, vier, fünf wunderschöne Tage verbracht. Da ist nichts Unwahres dran. Und da ist auch nichts Geschummeltes dran. Und ich meine, das waren also diese ungenannte Firma aus Schaffhausen, das wirklich schafft, diese Leute alle zusammenzubringen, ist eigentlich ein Weltwunder. Ich kenne keine einzige Firma, die Cate Blanchett, Christopher Waltz, Emily Blunt, Suchu und Ewan McGregor in einem Shooting zusammenbringt irgendwo. Das ist praktisch, hat es eigentlich noch nie gegeben. Wie ist es, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten? Das ist ein Wunder, das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Es gibt, man denkt immer, wie Sie eben so schön sagten, die sind doch zickig. Die sind eigentlich nicht zickig. Die Models, selbst die Models waren auch nicht zickig. Die waren nur zickig, wenn man die nicht verstanden hat oder wenn man die nicht richtig behandelt hat. Ich meine, die braucht natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber wenn man das alles richtig macht,
dann hat man wunderschöne, wunderschöne harmonische Tage mit denen. Um ein paar wirklich gute Bilder zu machen, wie viele Fotos entstehen? Ach, für die ungenannte Firma in Portofino, also in Schaffhausen, aber in Portofino, ich habe 21.000, da sind sie ja, 21.000 Fotos gemacht. Für, ja, das war schwer zu sagen, wie viele Fotos eigentlich da gebraucht worden sind. Kann man dieses Bild da eigentlich gerade sehen, was am Schirm ist? Oder sehen die Leute das am Bildschirm? Ja, klar. Das ist, wenn man das Foto sieht zum Beispiel, das ist so wunderschön. Da ist eine Atmosphäre, da sind 5 intelligente Menschen, die zufällig die gleiche Uhr anhaben. Und, und die treffen sich in Portofino, gerade bevor sie sowieso nach Cannes fahren, und verbringen eine ganz entspannte Woche. Und das kann man sehen. Ne? Ich meine, da sitzen die, reden da. Da bin ich nicht dran und sage, dreh den Kopf nach links, dreh den Kopf nach rechts. Die sitzen da einfach und die Situation entspannt sich. Und ich flitze da ein bisschen durch in meiner Kamera und mache so, als wenn ich gar nicht da wäre. Wer macht bei Ihnen Ferienfotos? Ferienfotos? Mhm. Ihre Frau oder Sie? Ich, meine Frau macht sehr schöne Fotos. Sie ist auch Fotograf und keine Ferienfotos. Wir machen auch Ferienfotos. Wir machen alle Ferienfotos. Und die Ferienfotos, die sind so fürchterlich und auch so schön. Und die verstopfen, alle Computer sind immer voll und verstopfen. Das heißt, wo downladen, dann findet man nichts mehr. Das Problem kennen wahrscheinlich alle. Ne? Mhm. Mit den Schauspielern weniger, mit den Ferienfotos, das kennt dann bestimmt jeder, ne? Wie das passiert. Sie werden dieses Jahr 70. Meine letzte Frage, wie holen Sie immer die Kraft, um das zu machen? Das macht einfach Spaß. Das ist einfach Spaß und das ist einfach wunderschön, immer neue Leute kennenzulernen. Und man lernt die sehr intensiv kennen. Also wenn man so mit denen arbeitet, wie ich das mache, dann das ist nicht so, dass man dann sagt, hallo Baby, hey, you fabulous. Die würden sagen, hast du noch eine Tasse im Schrank? Mhm. Mit denen redet man vernünftig und dann entstehen auch wirkliche Beziehungen und richtige Verhältnisse, die auch lange dauern und immer wieder neu aufkommen. Und das ist auch die Energie, die man dann als Fotograf hinter der Kamera schafft. Ja. Und das Schöne ist, wenn man mit Leuten arbeitet, über eine lange Zeit, die Bilder, die man mit denen macht, das ist praktisch wie wenn man Kinder hätte mit denen. Weil die, wenn man die 10 Jahre später, wir haben 10 Jahre nicht gesehen, das Bild war immer da, also die Beziehung, es hat immer bestanden und das bleibt dann nach 10 Jahren, fällt man sich in die Arme und ist ganz herzlich, statt zu sagen, wer warst du nochmal? Ne? Ja. Peter Lindberg, ganz danke. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Kurt. Die Fotos sehen wir an der Ausstellung in Zürich vom Filmfestival und können uns begeistern lassen über diese Lifestyle-Atmosphäre, das die Sie dort geschaffen haben. Das lohnt sich, dahin zu gehen, würde ich sagen. Herzlichen Dank, alles Gute weiterhin. Danke, Peter. Bleiben Sie noch einen Moment bei mir. Das ist das Ziel von unserer Sitte, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spass gehabt in unserem grossen Kino. Wir verabschieden uns mit dem NZZ-Format geht's weiter. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit neuen Gesichtern, neuen Geschichten und hoffentlich auch neuen Erkenntnissen. Gute Nacht miteinander und danke fürs Zuschauen. Ciao zusammen. Ich rette Herzen. Ich helfe Herzen, stark zu bleiben. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentierte